Jo, hallo und herzlich willkommen. Wir waren dabei, unsere Hütte zu bauen. Uns ist kalt. Wir können mal was essen. Wir haben hier letztens aufgehört, mitten in der Nacht. Ich hab, muss mal kurz mir einen Überblick verschaffen. Noch ganz viele Beeren. Das ist übrigens auch das Tolle auf dem Online-Server. Diese Sachen, die hier vergehen würden, die würden dann einfach schon weg sein. So sind sie noch da. Das ist relativ gut. Wir haben aber genug zu essen. Ich würde mir gerne eine Fackel bauen. Ich muss mal kurz gucken, was mir fehlt dafür. So, Wood und Stone. Nicht mehr. Wir holen jetzt mal schnell Wood und Stone. Ist ein wenig dunkel. Tut mir leid. Das ändert sich gleich sofort. Was hab ich gesagt? Wood und Stone. Haben wir schon genug? Ja, ich glaube, wir waren das letzte Mal bei dabei, unser Floß zu bauen. Das Problem ist, ich muss dafür Level 15 werden. So, wir haben auf jeden Fall unsere Torch. Das versuchen wir auch. Ich weiß gar nicht, wir waren Level 11, glaube ich. Nee, Level 13 schon, das ist ordentlich. Und dann sehen wir mal zu, dass wir noch ein bisschen aufsteigen. Dazu müssen wir natürlich irgendwas bauen. Schau mal gleich, ich habe ja eine ganze Menge an Dingern, glaube ich, nicht geskillt. Da finden wir bestimmt irgendwas, was wir bauen können. Ich nutze jetzt kurz die Nacht noch, um hier was zu bauen. Holz abzutragen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Das letzte Mal war das relativ laut. Bei der Aufnahme habe ich gedacht, dass man meine Stimme nicht so gut versteht. Ich werde es mir nochmal anhören, jetzt nach der Aufnahme, wie das ist. Vielleicht rede ich auch nicht so viel, während ich hacke. So, Hacke gleich kaputt, muss man neu machen. Da steht ein Fetch für, oder? Schauen wir mal gleich. Das tut mir leid, dass ich so ein bisschen verwirrt bin. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang jetzt nicht gezockt. Und deswegen. Ich brauche noch 8 von den Schrägen. Genau. Und dann wollten wir, glaube ich, 15 werden, weil wir eine Leiter bauen und wollten und losbauen wollten. Und ich glaube, das war's. Mehr Pläne hat man erstmal nicht vorgenommen. Ich nehme noch mal kurz die Bepflanzungen auseinander. So, es dämmert auch schon. Das ist sehr schön. Warum brennt unser Feuer? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir gehen mal schnell hin. Ich werde es machen können. Jetzt bin ich erschöpft. Warte eine Sekunde. Ach, egal. Hätte ich da was drin? Nur Holz. Holz haben wir im Moment auch eine ganze Menge. So, wir schauen mal. Wir brauchen ja noch, glaube ich, 8 von denen. Ich schaue mal kurz in meine Hütte, ob ich, hab ich irgendwas gesammelt? Ich weiß es nicht mehr. Fiber haben wir ganz viel. Richtig, die habe ich mir aus meiner alten Hütte geholt. Da haben wir Steine. Und hier haben wir nochmal Holz. Aber ich habe keine Schrägen. Dann baue ich mir, glaube ich, ist das das... wir haben hier, das ist die Ceiling, der ist gerade, das ist der, den wir brauchen. Wir brauchen davon, brauchen wir noch 8, hatte ich, glaube ich, gesagt. Die bauen wir mal schnell. Was fehlt mir denn? Thatch? Weiß es nicht. Jo. So, und da wären wir dann auch schon wieder. Was fehlt mir jetzt? Fiber? Gut, Fiber haben wir auch noch. Aber hier. Haha. So. Und danach brauchen wir wieder Wood. Alles klar. So. Die Sachen tun wir erstmal hier in diese Kiste. Tada. So.
Nee. Oder doch? Da könnte ich die Steine rein tun, die brauche ich ja noch nicht. Was haben wir hier? Das Zeug wiegt nichts, komm. So, die Fackel brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Ich brauche noch Wood und ich brauche noch. Thatches hatte ich genug, Fiber hatte ich genug, brauche ich Wood. Dann, wie schon gesagt, das Spiel ist viel sammeln. Ich habe ein Dodo gehört, oder? Dodo? Da ist ein Dodo. Mach ich den? Nee, den brauche ich jetzt noch nicht platt machen. Ich lasse den mal am Leben, weil ich habe noch genug Fleisch. Vielleicht zähmen wir uns den Dodo auch noch. Können wir uns den zähmen? Ich weiß nicht, ob ich genug Dinge habe. Ich guck mal, ob ich die zähmen kann. So, zwei Haustodos. Dazu müsste ich aber vielleicht gleich noch ein bisschen Bienen sammeln. Ich weiß nicht genau, wie viel die brauchen. Wir probieren das einfach. So, Dodo gezähmt. Was heißt gezähmt? Betäubt. Dann tun wir dem jetzt hier Beeren rein. Ich habe nicht so den Plan, hier die Mega-Beeren zu machen. Ich mag bestimmt noch ganz viele von. Das ist ziemlich geil. Den kriegen wir wohl hin. Man muss jetzt hier, um die zu tamen. Also, ich meine, Dodo ist jetzt nicht wirklich schwierig. Wir gucken mal, wie schnell der Taming-Vorgang geht. Der ist doch... dauert relativ lange. Ihr seht, hier unten habe ich jetzt ungefähr knapp eine Minute Zeit. Die nutze ich jetzt mal kurz. Ich muss ja nicht so... Was bist du? Oh, Gott sei Dank. Pflanzenfresser. Alles gut. Wir nehmen jetzt hier ganz kurz... kann ich das auch haben? Ja. Das Holz auseinander und gucken uns gleich wieder unseren Dodo an. So. Wo liegt er? Hallo? Hallo? Da. Ihr seht da unten, dieser gelbe Balken, wo Taming steht, das ist die Zeit, wie lange der braucht, um getamed zu werden. Dann Unconscious heißt, wie lange er betäubt ist. Da seht ihr, der lila Balken, der geht zurück. Das wird, glaube ich, länger dauern, als ich gedacht habe. Ziemlich krass. So, wie hält man den weiter am Schlafen? Man geht hier auf die Narcoberries. Und dann macht man Remote Use. Ich habe jetzt noch 40 Sekunden. Ich glaube, die Taming-Effectness nimmt nach. Oder nimmt ab, wenn ich das tue. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal. Wir hatten jetzt 45,9, 45,0. Die sinkt anscheinend automatisch. Ob wir das überhaupt hinkriegen. Wir probieren es trotzdem. Ich habe ja noch so viele Meoberries hier, das ist nicht so. So, dann guckt man unten auf die Zeit bei Torpor und die steigt jetzt, wenn ich die Narcoberries benutze. Und bei größeren Tieren ist die länger. Ich finde das ziemlich krass, dass die nur so kurz ist bei den Dodos. Aber wir benutzen jetzt einfach wieder so viele, bis wir wieder knappe anderthalb Minuten haben. So, jetzt ist er wieder vollständig betäubt und die Taming Effectness, die sinkt anscheinend nicht dadurch. Gut zu wissen. Dann nutzen wir jetzt die anderthalb... Was bist du? Ist das immer noch dasselbe Ding? Sind plötzlich andere, oder? Das ist immer noch dasselbe Ding. Das ist gut. Wir nutzen die Zeit und hacken Holz. Kann auch mal zwischendurch was essen. Die hat schon kaputt. So, der Hunger nagt an uns. Dieses Viech, ne? Kannst du woanders hingehen? Dankeschön. Toll, und jetzt ist sogar Miet noch kaputt gegangen. Ja, super. Jetzt hat er auch noch geschissen. Du bist ein ganz toller. Ich darf nicht zu weit von meinem Dodo weg. Auch nicht zu lange irgendwie rumpampeln, weil anderthalb Minuten ist doch recht kurz. Ich
Da ist er. Na, hab noch ein bisschen. So. So. Ich weiß gar nicht, ob man sich auch Dodos züchten kann, weil wir haben hier ja einen Mail-Dodo, glaube ich, ne? Genau, Wild Mail-Dodo. Und hier nehme ich gerade eben auch noch ein Dodo rum. Hab ich das nicht... Würde mich interessieren, ob man die auch züchten kann. Wir können auch uns Ausschau nach einem weiblichen Dodo machen. Und dann lassen wir die mal ein bisschen Privatsphäre. Schauen wir mal, was daraus wird. So. Entschuldigung. Das ist, noch harter Food. Anscheinend mögen die Mayo Berries auch am liebsten. Die Tiere steigen witzigerweise auch über Zeit auf. Also je länger die da sind, desto... Los. Ja, wahrscheinlich müssen wir nochmal hin. Ich wollte einmal kurz hier hinten gucken. Ich meine nämlich hier ein Dodo gesehen zu haben. Ein Dodo. So, und wir haben ein Wild Female Dodo. Interessant. Ich denke, wir werden uns den gleich besorgen. Nachdem der hier fertig ist. So zwei gleichzeitig, weiß ich nicht. Oder ich mach den nochmal. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich tu mal hier die Hälfte der Mayo Berries rein. Dann mal Remote Use. Und dann machen wir es. Naja, davon brauche ich auch noch ein paar. So, dann tun wir hier nämlich die 35 rein. So, zack. Zack. Das wird schon reichen. So. Und dann gehen wir schnell zum weiblichen. Ist ja schön, dass sie bald gleich zwei sind, männlich und weiblich. Hallo? Jetzt hat er sich versteckt. Der weiß, was ich vorhab. Da ist er. Was? Wieso habe ich Damage bekommen? So, schnell Dings rein, schnell die Mayo Berries rein. Alter, und der ist nur 50 Sekunden. Da muss ich mich gleich beeilen. Da ist noch ein Dodo. So, wie sieht es bei dem anderen aus? Ist das jetzt hier ein bisschen Action? Die Schappi-Spalt. Und wieder zurück. Aber das Taming geht auch, glaube ich, schneller bei dem hier. Der ist auch vom Level ziemlich weiter unten. Der ist nur 13, der andere ist 33. Hier war auch noch ein Dodo, gucken wir uns gleich mal an. Ach scheiße, ich brauche Wasser. Aber... Wir sind... Ja, ich hab getrunken. Wir sind ja am Wasser, alles kein Problem. Sieht richtig gut aus. Der ist gleich fertig. Nein, ich droppe Item. Das wäre dumm. Dann kommen wir nicht mehr dran. Und wir gehen wieder zurück. Oh, da haben wir schon. You have tamed Dodo. Da ist der schon fertig. Den nennen wir... Hummel. So. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Remote Use. Nochmal. Nochmal. So, jetzt ist er wieder voll. Wo ist mein anderer Dodo? Ah, da bist du schon. Hallihallo.
Gib mir mal deine Sachen. Ich lasse ihm mal die Berries, ich weiß nicht. Food kann ich ihm später geben. Wir bleiben mal hier. Schildkröten essen ja keine Dodos. Das ist schon mal super. Bam, bam, bam. Ich tue mal auch die Beeren rein. Keine Ahnung, ob er die will oder nicht. Bei den größeren, das ist schon eine längere Geschichte. Und das Problem ist, ich mache hier jetzt nicht groß was anderes, weil 50 Sekunden ist wirklich kurz. Also ich hatte schon Mobs, bei denen dauert das dann, weiß ich nicht. 600 Sekunden, also sprich ziemlich lange. Minuten wenn das dann dauert, ne? Kann man schon eine ganze Menge zwischen machen. Das ist hier, jetzt geht das nicht so gut. Dauert noch. Packen wir noch ein bisschen Holz. Ach, wir sind schon überladen. Davon braucht ich aber noch 4. Da wird mir auch noch weiter Wut fehlen. Dann haben wir weiter Wut. Aber wichtig ist, dass mir die Dodos nicht in den Weg kommen. Weil die haben beide recht wenig Leben. Also bleibt schön hinten. Das reicht. Ich lieber nur mal sicher gehen. Ich gebe ihm nochmal 2. So. Ist er wieder ein bisschen länger. Bewusstlos. Und ja, wir hacken Holz für unser letztes Dach. Da komme ich ja eh noch nicht dran. Ich muss in Level 15 werden. Was ist das denn? Egal, wir gucken erstmal. Was sagt unser Dodo? Oh, da ist sie. Und die nennen wir Pomeline. So. Das kann raus, das kann raus. Den Rest lasse ich immer drin. Und so, dann kommt mal mit. Ich hoffe, ihr kommt jetzt beide mit. Können auch schneller, das ist gut. Ja, Jungs. Auf. Da bin ich mir auch schon überlegen, ich glaube nicht, dass die mit reinkommen in die Hütte. Oder können in die Hütte. Am liebsten würde ich die da drin abstellen, damit der nicht irgendwo die gleich niedergemacht werden. Vielleicht hier rein. Das geht sogar. So, sehr schön. Jetzt kann ich mir nämlich aussuchen hier Disable Following, genau. Und Disable Following. Und habe hier meine beiden Dodos in meinem Enable Wandering. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Dann mache ich vielleicht die Tür rum. Ja, jetzt fangen sie an, sich zu bewegen. Dann machen wir die Tür zu. Und dann haben wir sozusagen einen Hühnerstall.
Das ist doch nett. Haben wir einen Use dafür. So. Da ich hier noch nicht hochkomme, werde ich jetzt erstmal hier auch noch meine restlichen... Ah, eins fehlt uns noch, so ein Mist. Können wir das noch craften? Jo, das können wir noch craften. So, damit haben wir unser Dach auf jeden Fall schon mal fertig. Ich bin jetzt am Überlegen, was wir noch machen könnten. Oder wir gucken einfach mal die Engramme an. Genau, das habe ich mal nachgelesen. Engramme sollen irgendwelche Erinnerungen sein, an die wir uns dann erinnern, wenn wir aufsteigen. Ist ein bisschen schräg. Ichthyosaurus, Parasaurus. Könnte ich beide reiten? Small Crop Plot. Könnte ich mir was anpflanzen? Weiß nicht, ob ich das will. Kompass ist im Zweifelsfall auch nicht schlecht. Andererseits weiß ich auch nicht, ob ich einen Cooking Pot. Vielleicht machen wir uns das. Ich weiß es echt nicht. Was soll ich mit dem Grabstein? Das ist auch so eine Frage. Entschuldigung bitte. So. Mein Bart raschelt. Wir können hier auch die Wooden Ramp bauen. Will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich Leitern. Oder ein Chair, Spyglass. Das sind so Sachen. Meine Flare Gun. Bräuchte ich Gunpowder für? Bräuchte ich Spark Powder für? Brauche ich Mortar und Pestel für? Tja, Fragen über Fragen. Ich habe null Plan, was ich hiervon nehmen sollte. Ein Kompass ist sinnlos. Ich meine, so groß ist die Insel jetzt auch nicht. Und Richtung merken. Ich meine, wir wollen nicht... Also, einen Kompass braucht man vielleicht im Dschungel. Das kann ich verstehen, weil da verliert man einfach die Übersicht. Wenn man irgendwo wegrennt oder sowas, dann hat man keinen Plan mehr. Aber das brauchen wir nicht. Wir wollen nämlich nicht im Dschungel. Wir wollen erstmal sicher sein. Also, ich kann Suppen, Stews und Farben damit herstellen. Dazu bräuchte ich wiederum einen Pinsel. Aber eigentlich, das ist das Problem. Eigentlich will ich noch nicht. Ich werde mir erstmal einen Croploft hier bauen. Das ist, glaube ich, das Sinnigste. Alles andere finde ich... Brauchen wir Wood und Stone für noch. Alles andere, ich sag's mal so. So Kleinigkeiten wie ein Kompass, den braucht man nur einmal. Oder ein Spyglass braucht man auch nur einmal. Ist vielleicht sinniger, das zu... ja, liebt euch. Das zu finden, wie schon gesagt, abdem wir ein Floß haben, werden wir hier ein bisschen rumfahren. Wo ich nicht lang fahren werde, ist so in die Richtung, in die ich jetzt gucke. Wir gucken mal kurz die Map an. Ich hatte ja schon angefangen und wir sind oben rechts, soweit ich weiß. Eine Sekunde. Sehen wir hier irgendwo die Insel. Da vorne seht ihr diese einzelne Insel, die oben rechts in der Karte ist. So, wir sind hier oben an diesem komischen Pinöckel da. Und jetzt, ich bin mal oben lang mit meinem Floß, oben da so, wo mein Zeigefinger jetzt ist, oder der Daumen. Und bis dahin bin ich gekommen. Danach bin ich erfroren. War, ja, eine Erfahrung mehr. Unten hin bin ich auch schon mal gefahren, da fängt dann ein Sumpf an. Also es gibt hier durchaus verschiedene Gebiete und auch von der Bepflanzung und von den Dinosauriern her ist überall was anderes. Also sprich, in der Schneegegend sind dann die Mammuts und was weiß ich nicht, in der Sumpfgegend sind dann irgendwelche Krokodile und solche Sachen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wollte Holz sammeln, alles klar. Deswegen sollte man auch nur vielleicht nur kurz vorbeischauen oder
halt mit dem Floß da lang, das ist definitiv sicherer. Level 14 haben wir übrigens gleich, das ist schon mal gut. Also, und das ist halt, worauf ich hinaus wollte, das ist halt der Grund, dass ich die Sachen halt nicht lerne, die ich auch finden kann oder die ich einzeln herstellen könnte. Weil, wenn ich sie nur einmal brauche, dann ist es eigentlich blöd, die herzustellen. Es sei denn, ich brauche sie natürlich für als Voraussetzung für irgendein anderes Rezept. Das ist natürlich dann scheiße. Oh, den hatte ich schon angeschlagen anscheinend. So, haben wir eigentlich genug? Ja, wir brauchen nur noch Steine. Steine haben wir bei uns, da müssen wir nicht unbedingt kommen. Den Baum nehmen wir mit. Ah, da haben wir wieder so einen Haken. Aber, das ist schon vorbei. So, da ist unsere Spitze von unserem Haus. Ich höre Geräusche, aber da sind keine Geräusche. Vielleicht sind das Spielgeräusche, wer weiß. Habe ich erstmal ins Haus geschissen, oder? Es gibt's nicht. Stan, was machst du denn? Was mache ich eigentlich hier? So, wir Steine. Irgendwie verliere ich meinen Faden. Ich denke zu viel über Dinge nach. Vielleicht sollte ich einfach nur an einem Ding erstmal weiterarbeiten. Wir machen jetzt erstmal diesen Pflanzenpot. Ich möchte eigentlich rausfinden, was das bringt. Also ich glaube, man kann diese Seeds da reintun. Dann braucht man Scheiße, die hätte ich eigentlich gerade mitnehmen sollen. Weil die geht ziemlich schnell kaputt, glaube ich auch. Eigentlich damit drauf? Ist auch so eine Frage. Naja, ich bin noch nicht wach. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Vielleicht werde ich dann wacher. Wer weiß. Oh, ein Metall. Sehr schön. Wie schon gesagt, ich brauche 8 Metall hätte ich gerne für so ein Food-Ding. Die habe ich bald schon zusammen. Weil da kann man total cool Beeren drin sammeln. Die halten dann echt länger. Ich hoffe, ich habe jetzt mal genug. So. Wunderbar. Und um noch einen zu bauen, brauchen wir auch noch einen Stone. Nochmal. Wir machen nämlich nochmal. Wir machen 2. Das hat immer noch nicht fürs Level gereicht. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Was haben wir denn hier? 9 XP für uns. Gib's dem Stein. Und da hinhauen. Und zäh, Stein. Ordentlich, was man da rausbekommt. So. Ich habe fast nichts mehr zu essen. Ich habe fast nichts mehr zu trinken. Vielleicht sollte man das auch mal machen. Und ich müsste mal so langsam wieder mir Fleisch besorgen, glaube ich. So, aber erstmal wollten wir noch einen zweiten davon craften. So, da habe ich auch gleich geschissen. Ich denke, dass... Diesmal nehmen wir es mit. Bleh. So, und natürlich bauen wir uns ein kleines Beet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das auch bewässern. Ich bin mir nicht so sicher. Wie man das macht, komm, wir bauen es trotzdem hier hin. So, und... Ne? Wieso geht das da nicht? Machen wir es so.
Not irrigated, not fertilized, not seeded. Alles klar, also ich brauche Fertilizer, das wäre sowas. Dann brauche ich Seeds. Tinto Berry Seed, Armor Berry, Narco Berry, Stimberry, Rockerot. Tun wir mal das rein. Keine Ahnung, was das ist. Das will er aber nicht. Will er das? Dann will er das. Und eigentlich muss ich da Water reintun. Wie kriege ich denn da Water rein? Das ist doch doof. Dafür brauche ich diese scheiß Irrigation, ne? So. Können wir davon irgendwas bauen schon? Nö. Nee. Wie kriege ich da Wasser rein? Vielleicht mit so einer... mit dem Waterskin? Das hat uns gleich unseren Aufstieg gebracht. Ich würde gerne wissen, wie das mit dem Waterskin funktioniert. Dafür brauche ich eigentlich nur 4 Hide und Fiber. Das haben wir. So. Da. Zack. Bam. Zack. Wieder zurück. Und da haben wir ein Waterhide. Jetzt gehe ich mal hier hin. Trinke Wasser. Wird er dann automatisch aufgefüllt? Wie kann ich den denn... Vielleicht ist der jetzt voll, ich weiß es nicht. Wie kriegen wir den jetzt da Wasser rein? Können wir das Remote Use?